Giovanni Trapattoni würde sagen, die Fette hat bald fertig. Viele von Ihnen kennen vielleicht gar nicht mehr Giovanni Trapattoni, ehemaliger Trainer, Italiener von Bayern München, der 1998 bei einer Pressekonferenz eine regelrechte Wutrede gehalten hat und dann zum Schluss dieser Wutrede gesagt hat, ich habe fertig. Durchaus im Sinne italienischer Logik, denn das Wort finire, beenden, wird im Italienischen mit haben verbunden, ho finito, ich habe fertig. Dementsprechend gab es großes Amüsement und das hat sich so ein bisschen in den deutschen Sprachgebrauch eingebürgert, zu sagen, ich habe fertig, als sarkastische Anspielung gewissermaßen an Giovanni Trapattoni. Aber die Märkte sagen heute, ja, die Fed hat bald fertig, die werden nicht mehr allzu stark die Zinsen anheben können. Deswegen sehen wir, dass alle großen US-Indizes heute 2% oder etwas mehr im Plus sind und das in einem bärischen Stimmungsumfeld, das sich gewaschen hat, das geradezu eine solche Bärenmarktrallye dann provoziert, auch wenn der Gegenwind bald wohl wieder stärker werden wird, denn wir laufen auch vor eine Rezession zu oder in eine Rezession hinein und das ist nicht gut für die Unternehmensergebnisse. Aber zunächst dominiert eben mal die Hoffnung, ja, es wird mit den Zinsen nicht so weit raufgehen und die Inflation wird bald runterkommen. Und das haben heute diese Daten, die veröffentlicht wurden, ein bisschen bestätigt. Die Verkäufe neuer Häuser waren zwar sehr gut, aber die Preise sind sehr, sehr stark gefallen im Vergleich zum Vormonat. Also wir sehen, dass die Preise nach unten kommen am US-Immobilienmarkt, das findet die Fed gut und dann haben wir vor allem gesehen, dass das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan in der zweiten Veröffentlichung gezeigt hat, dass die Inflationserwartungen der Amerikaner sinken und dann hat es sofort Bums gemacht bei den US-Märkten, weil man sich sagt, okay, die Inflation, die geht runter. Wenn die Leute auch weniger Inflation erwarten, kommt weniger Inflation. Das ist ja mit der Inflationserwartung so eine Art self-fulfilling prophecy. Dementsprechend gab es dann ein richtiges Feuerwerk. Man sollte vielleicht hinzufügen, dass bei dieser Verbraucherstimmung 600 Menschen befragt werden. Also faktisch sehen wir, dass viele, viele Milliarden, vielleicht sogar eine Billion an Marktkapitalisierung oder etwas mehr sogar heute dazugekommen ist, aufgrund der Aussage von 600 befragten Menschen. Aber sei es drum, jedenfalls waren wir natürlich sehr stark überverkauft. Wir haben hier den 10-Tages-Advanced-Decline-Linie beim S&P 500, also das Verhältnis zwischen steigenden und fallenden Aktien im S&P 500. Und das ist auf ein neues Tief kürzlich gefallen seit dem Corona-Crash und hat seitdem, nämlich seit Donnerstag vor einer Woche, jeden Tag zulegen können. Also wir sehen, das Ganze gewinnt an Breite. Was wir hier sehen, das ist durchaus eine Erholung, die sich jetzt ein bisschen breit gefächert darstellt. Nicht nur die Dickfische sind jetzt die Treiber. Dennoch, die Verbraucherstimmung Uni Michigan ist heute nochmal nach unten korrigiert worden von der ersten Veröffentlichung auf jetzt die zweite Veröffentlichung. 50,0, das ist ein absolutes Allzeittief, das hat es noch nie gegeben. Also die Amerikaners are very pessimistic und 79% der Befragten sagen, also ich denke, dass da schwierige Zeiten vor uns liegen werden. Das ist ebenfalls ein sehr, sehr hoher Wert und dementsprechend reagieren die Märkte. Rabobank hat heute etwa gesagt, ja, es könnte sein, dass die Fed dann schon nach dem September, nach der September-Zinsanhebung fertig hat. 0,5 oder 0,75, je nachdem, und insgesamt preisen die Fed Fund Futures ein, dass im Dezember spätestens Schluss ist mit Zinsanhebungen durch die Fed. Das heißt, diese 4% oder 3,8% oder das, was sich die Fed um und bei selbst vorgestellt hat, das dürfte gar nicht mehr erreicht werden. Mein Reden der letzten Tage, die Märkte waren zu zinsbullisch in letzter Zeit geworden. Die hatten lange, wie die Fed auch, die Inflation negiert. Dann hat die Fed umgesteuert. Die Märkte haben es noch nicht begriffen, wollten ein bisschen weiterspielen. Dann hat die Fed ernst gemacht. Die Märkte wollten immer noch weiterspielen und dann sind die Märkte so ein bisschen ins Gegenteil extrem gefallen, dass man also praktisch himmelhohe Zinsen erwartet hat. Und jetzt stellt man fest, naja, das wird gar nicht mehr funktionieren, das wird nicht gehen. Dementsprechend sehen wir jetzt eben diese Erleichterung. Und Jim Bullard von der Fed, St. Louis Fed, eigentlich der hawkischste unter den Fed-Mitgliedern, hat gesagt, ja, das Quantitative Tightening, das würde also funktionieren, die Straffung.
der Geldpolitik nämlich. Nun versteht man eigentlich unter Quantitative Tightening vor allem die Reduzierung der Bilanzsumme. Und bisher ist das nicht wirklich der Fall. Die stagniert eher, als dass sie fällt. Aber es dürfte sich in der nächsten Woche ändern. Nächste Woche dürfte das erste Mal die Bilanzsumme der Fed dann wirklich nach unten kommen. Ja, jetzt ist sogar wieder im Gespräch, dass im Juli nicht 0,75% die Zinsen angehoben werden. Das galt vorher als sehr sicher von den Märkten eingepreist. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed das nicht tut, sondern nur 0,5% die Zinsen anhebt, bei knapp 30%, lautet den Fed Fund Futures. Und Goldmans größter Bär, Matthew Flurry, hatte kürzlich gesagt, also die Märkte sind so überverkauft, dass man sich nicht wundern dürfte, wenn jetzt eine Rallye kommt, die vielleicht bis Anfang Juli stattfinden wird, dann eine saisonal relativ günstige Zeit, dann mögliches Rebalancing zum Quartalsende könnte eine Rolle spielen. Und Marco Kolanovic, der bisher jeden Dip gekauft hat, der nicht auf den Baum gekommen ist und da ganz schön unter Wasser sein dürfte, hat gesagt, ja, schauen wir uns mal dieses Quartalsende-Geschehen an, im Ende des ersten Quartals. Da ging es ja auch schon vorher mit den Märkten bergab, aber da hatten wir dann eine Rallye von 7%, wahrscheinlich durch dieses Umschichten, Aktien, Anleihen etc. Sie wissen, viele institutionelle Investoren brauchen ja bestimmte Quoten, 60-40 zum Beispiel oder 70-30 Aktien zu Anleihen oder wie auch immer. Und da kann sich einiges schieben. Aber zurück zur Zinsfrage. Schauen wir uns das mal an. Die Märkte preisen inzwischen jetzt schon im ersten Quartal des nächsten Jahres eine Zinssenkung ein. Insgesamt 0,6% geht man davon aus, dass dann im nächsten Jahr die Zinsen schon wieder sinken werden. Also es geht extrem schnell mit diesen Zinserwartungen. Und wir sehen hier etwa die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die ja massiv gestiegen war, aber diese Wedge, was wir hier sehen im Chart, das ist nicht nachhaltig, deswegen macht vielleicht eine Spekulation eben auch Sinn zu sagen, okay, die Renditen werden runterkommen, weil die Fed die Zinsen nicht so stark anheben wird, weil möglicherweise in den USA zumindest, nicht in Europa, in den USA, die Inflation doch im Mindesten ein Hochplateau erreicht haben könnte und zweitens, weil eben die Wirtschaft dann in eine Rezession fallen wird. Und Michael Silver von Figuring Out Money sagt hier, also es lohnt sich geduldig zu sein, wartet auf die Gelegenheiten und die werden kommen. Es ist so, dass wir vielleicht durchaus diese Erholung jetzt weitergehen sehen können, aber dass dann auch mal wieder etwas Heftiges nach unten kommt, ist auch nicht gerade unwahrscheinlich, eben weil der Gegenwind durch die immer schwächer werdenden Unternehmenszahlen dann groß wird. Wenn die Gewinne schrumpfen, dann stellt sich die Frage nach der Bewertung, obwohl wir natürlich jetzt in vielen Werten schon total ausgebombt sind, aber wenn jetzt diese Erholung weitergehen sollte, dann würde sich das ganze Jahr wieder relativieren. Ballard, vorhin schon zitiert, der sagt also, das Ganze wird dann auf ein langsameres Wirtschaftswachstum hinauslaufen, also die Leugnung dessen, dass da wahrscheinlich eine Rezession kommen wird. Ich denke, den USA wird es gut gehen, wir werden dann die Zinsanhebungen etwas langsamer machen. Also das ist so dieses La-La-Land, in dem James Ballard sich so zu befinden scheint. Der glaubt wirklich, dass wenn die Fed wirklich die Zinsen massiv anheben würde, die US-Wirtschaft da nicht absaufen würde. Das ist aber eine Minderheitsmeinung, um es mal vorsichtig zu formulieren. Mohammed El-Erdian sagt ganz klar, es ist nicht die Fed, die die Märkte leitet, sondern es sind jetzt vor allem die Märkte, die die Fed wieder leiten, indem sie sehen eben, hey, die Rezession kommt oder der deutliche starke Abschwung der Wirtschaft, der wird kommen, auch wenn Jerome Powell das offiziell anders erzählt. Und eben dieser James Ballard von der St. Louis Fed hat heute gesagt, ja, wenn dann Disinflation kommt, dann werden wir die Zinsen wieder senken. Also das, was die Fed Fund Futures schon eingepreist haben, ein Stück weit, das wird hier bestätigt. Aber wie Lance Roberts sagt, das ist eigentlich doch eine gute Geschichte. Wir hatten ja vorher völlig manipulierte Märkte, das gilt insbesondere für die Anleihenmärkte, aber ein Stück weit auch für die Aktienmärkte mit dieser massiven Liquidität. Und die Inflation zwingt im Grunde sowohl die Fed als auch die Märkte wieder eine Art Preisfindung zu setzen. Also es geht wieder, sagen wir mal, wie bei richtigen Märkten zu, dass sozusagen hier wirklich gesucht wird nach den Bewertungen, was ist richtig, was ist falsch und nicht alles mit Liquidität sozusagen zugeschüttet wird. Das ist die eigentlich gute Nachricht und erstaunlich ist, wenn ich mich in meinem Umfeld umhöre, diejenigen, die erfahren sind und die ich als gute
Trader und Investoren einschätze, die liegen sehr, sehr gut in diesem Jahr. Die anderen, die vorher mehr glücksrittermäßig unterwegs waren und jeden Schrott gekauft haben und damit scheinbar recht hatten, weil alles hat sich ja verdoppelt, verdreifacht, die haben jetzt in diesem Jahr richtig auf die Mütze bekommen. Auch das ist vielleicht gar nicht mal unfair, um es vorsichtig zu formulieren. Hier sehen wir die Inflationserwartungen, die sind runtergekommen. Die Inflation Expectations bei den 10-Year Break-Evens, also jenseits jetzt dieser Umfrage der Uni Michigan, die ich vorhin zitiert hatte, das ist etwas anderes. Das sind die Märkte, die Inflationserwartungen einpreisen, nämlich die Märkte, die 10-Year Break-Evens. Und hier sehen wir, dass die deutlich runtergekommen sind jetzt in den letzten Tagen. Wir waren bei 3,02%. Also das ist die Inflation, die in 10 Jahren, dann die nächsten 10 Jahre, bla bla, können Sie sich alle sparen, sind jedenfalls die Inflationserwartungen. Also da sind wir schon wieder ein halbes Prozent nach unten gegangen, eben weil man davon ausgeht, dass die Wirtschaft sich abschwächt. Und insgesamt, wenn man sieht, dass die Inflation, die faktische Inflation ja bei 8,6% ist in den USA, gleichzeitig aber die Fed immer noch die Bilanzsumme ausgeweitet hat in 2022, dann sollte man mit Charlie Bilello die Frage stellen, ob 12 Leute, die in einem Raum sitzen, wirklich die Zinsen diktieren sollten oder die Geldpolitik diktieren sollten oder ob man das nicht vielleicht doch besser den Märkten überlassen sollte. Ich denke, das sollte man tun. Warum geht es heute so nach oben? Weil eben das Sentiment bärisch ist, weil jetzt plötzlich sozusagen eine neue Idee entsteht. Wow, die Fed wird die Zinsen gar nicht so stark anheben können und früher sogar senken. Jetzt sind viele auf dem falschen Fuß erwischt worden. Die Stimmung in Börsenbriefen, bei Privatinvestoren extrem bärisch und das zeigt sich dann auch in Geldabzügen, etwa aus Aktienfonds, aus Bonds hat man auch praktische Geld abgezogen, ist in Cash gegangen, ist also praktisch nicht mehr investiert, also eine Art Unterinvestition, die dann eine solche Bewegung durchaus wahrscheinlich macht. Und da ist sie denn auch. Dennoch sagt etwa die Bank of America und auch Morgan Stanley, dass wir nochmal auf 3000 Punkte fallen könnten beim S&P 500 und das wäre dann nochmal ein veritabler Sturz. Und vor allem die Retail Trader, also die Privatinvestoren, die eben so diese super Werte gekauft haben, die null Substanz, aber viel Kurssteigerungen hatten, die kriegen jetzt richtig auf die Mütze. Die haben ja besonders profitiert von dieser Liquidität durch die Fed seit dem Corona-Crash. Jetzt wetten diese Retail-Trader sogar gegen Aktien, sind überwiegend short positioniert, etwa über Optionen und bums, passiert dann das Gegenteil. Wir sehen eben einen Short-Squeeze und seit diese Retail-Trader jetzt sich verstärkt dann in Richtung Short bewegt haben, ist der S&P 500 5% gestiegen. Also wir sehen, dass jedenfalls diese Privatinvestoren nicht den Dip gekauft haben und jetzt hinterher gucken und wahrscheinlich, wenn die dann auf den Zug aufspringen werden, dann ist der Zug vielleicht schon ein bisschen weit gefahren und man fliegt dann ein bisschen unsanft wieder aus dem Fenster, könnte zumindest sein. Insgesamt, und hier sehen wir nochmal diese Gefahr letztendlich für die Aktienmärkte, die dann vielleicht dazu führt, dass wir wirklich nochmal einen richtigen Dip sehen, dass wir jetzt mehr Downgrades als Upgrades sehen bei den Analysten. Das kommt relativ selten vor. Earnings Revisions, also die Gewinnrevisionen nehmen immer mehr zu und insgesamt sehen wir, dass das Ganze jetzt auf Kosten von Value geht. Wir hatten ja jetzt, seit die Fed hawkischer geworden ist, einen Shift hin, eine Bewegung hin zu Value, raus aus Growth und Tech. Jetzt sehen wir, dass Value zu Tech in diesem Monat so schlecht performt wie seit Januar 2020 nicht mehr. Und das gilt insgesamt für sogenannte defensive Aktien, zu denen Goldman Sachs, die hier einen solchen Basket hat, auch etwa eine Apple zählt, also diese großen US-Tech-Konzerne. Man sagt sich schlichtweg, naja, die haben vielleicht dann auch weniger Umsatz und weniger Gewinn, aber das ist nicht so schlimm wie bei anderen Firmen, weil die schlichtweg eine bessere Ausgangsposition haben und vor allem haben sie weniger Kosten aufgrund ihrer Tech-Struktur. Dementsprechend sehen wir, dass hier diese Rallye vorwiegend eben eine defensive Rallye ist. Hier sehen wir mal die Outperformance dieses Defensive Shares oder dieser defensiven Aktien zum MSCI World Index. Also defensive Werte sind gefragt und wir sehen übrigens auch, dass die Märkte für Agriculture Indices, also für Landwirtschaftsprodukte, deutlich gefallen sind. So stark wie seit dem September 2011 nicht mehr. Da war natürlich auch ein wahnsinniger Anstieg zuvor der Fall gewesen. Jetzt sehen wir eine heftige Korrektur, aber der Bullenmarkt
In Agrarrohstoffen vor allem dürfte noch lange nicht vorbei sein. Die eigentlichen Probleme werden dann noch kommen. Wir haben etwa gesehen, dass Weizen 20% gefallen ist, etc. etc. Kommen wir jetzt mal zu unserer großartigen EZB. Hier hat der Vize Diginders gesagt, ja, wir sehen schon erste Anzeichen einer Lohnpreisspirale. Vor kurzem, noch vor einem Monat, hat man gesagt, nein, nein, null Lohnpreisspirale. Jetzt ist das ja plötzlich alles wieder ein bisschen anders. Auch in Europa sieht man jetzt weniger Zinsanhebungen, als man das noch vor kurzem getan hat. Und wir sehen, dass auch hier natürlich ziemlich viel Blut geflossen ist, gerade auch im Corporate Bond Markt, also bei Unternehmensanleihen, die sind richtig abverkauft worden. Also auch hier haben sich dadurch die Financial Conditions gestrafft in gewisser Weise. Also da ist einiges passiert. Kommen wir jetzt nochmal zu Germania und dieser ganzen Energiethematik. Gab es ja die Frage, könnten wir überhaupt die Atomkraftwerke wieder nochmal weiter betreiben, etwa Isar 2 in Bayern. Da hat ja Habeck und auch Scholz gesagt, nee, können wir gar nicht. Das ist hier eine Fliege, die muss auch einmal sich bewegen, gell? Jedenfalls sehen wir, dass das wohl laut einem TÜV-Gutachten sehr wohl möglich wäre. Und insgesamt sehen wir, dass wir jetzt sehr viel Strom aus Erdgas produzieren, Rekordmengen. Das ist ja eigentlich das, was nicht unbedingt gewollt ist. Und auf der anderen Seite, wie Javier Blas hier zeigt, ist der Preis für Kohle jetzt auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Wir sind bei $424 per Tonne, das sind, vor einem Jahr waren wir noch bei $100 pro Tonne, also mehr als eine Vervierfachung. Und abschließend, bevor die Fliege, die mich hier ganz nervös macht, mich noch nervöser macht, noch zwei Empfehlungen auf Artikel Aktiencrash 2022, so sichern Sie Ihr Depot clever ab. Ein Artikel von Hannes Zipfel, der zeigt, ja, was kann man jetzt eigentlich tun, was sollte man tun? Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, explodierende Bauzinsen wirken, Aufträge im Baugewerbe mit starkem Rückgang, mit starkem Einbruch. Der Boom am Immobilienmarkt ist vorbei. Diese beiden Artikel möchte ich Ihnen dringend empfehlen. Wünsche ein wunderbares Wochenende und empfehlen Sie dieses Video und die Artikel von Finanzmarktwelt. Schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag. Servus, ciao.